Sie übernehmen Ihr Wohnmobil mit einem vollen Kraftstofftank und es ist mit einem vollen Tank zurückzugeben. Der Tankdeckel wird mit dem Zündschlüssel ver- oder entriegelt. Die Art des Kraftstoffs ist deutlich auf dem Deckel oder der Tür gekennzeichnet. Diesel. Frischwasser kann über den mitgelieferten Wasserschlauch nachgefüllt werden, der an einen Wasserhahn angeschlossen wird. Öffnen Sie einfach den Frischwassertank und befüllen Sie diesen mit dem Schlauch. Das Grau- bzw. Abwasser muss entleert werden, bevor der Tank voll ist. Sie können den Füllstand Ihres Abwassers über das Bedienpanel im Innern des Wohnmobils überprüfen. Wir empfehlen, das Abwasser bei jeder Gelegenheit zu entleeren. Bitte suchen Sie sich einen geeigneten Platz dafür. Auf den meisten Campingplätzen gibt es einen ausgewiesenen Bereich. Wenn Sie sich im ausgewiesenen Bereich befinden, drehen Sie einfach den Hebel wie gezeigt, um das Grauwasser zu entleeren. Das Stromanschlusskabel wird wie gezeigt in die Steckdose gesteckt. Der Kunststoff, der den Anschluss umgibt, lässt nur einseitiges Einstecken zu. Um das Stromanschlusskabel zu entfernen, drücken Sie den blauen Hebel auf der linken Seite nach unten und ziehen Sie gleichzeitig den Stecker zu sich. Bei niedrigen Temperaturen, etwa 3 Grad Celsius und darunter, wird das Frostschutzventil aktiviert und das Wasser im Truma-System abgelassen. Setzen Sie die Einstellungen zurück und schließen Sie den Abfluss wie im Video gezeigt. Bei großen Fahrzeugen befindet sich der Frostschutz in der Versorgungsklappe. Bei kleineren Fahrzeugen befindet sich dieser im Schrank unter dem Heckbett. Bitte beachten Sie, dass der Abfluss nur zurückgesetzt und geschlossen werden kann, wenn die Temperatur des Gerätes über 7 Grad Celsius liegt. Schalten Sie dazu die Heizungsanlage ein. Die Tür der Kassettentoilette wird mit dem Schlüssel für den Wohnbereich geöffnet. Um die Kassettentoilette zu entfernen, heben Sie einfach die Verriegelung an und schieben Sie sie heraus. Denken Sie daran, die Kassettentoilette an einem sicheren, dafür vorgesehenen Ort zu entleeren. Bei Bedarf können Sie den Griff herausziehen und die Kassette an die gewünschte Stelle schieben. Um die Kassettentoilette zu entleeren, bewegen Sie den Auslassstutzen von sich weg und nehmen Sie die Kappe ab. Richten Sie die Kassette zum Entleeren über den Ausguss und drücken Sie den Knopf. Die Campingplätze können Ihnen den besten Ort dafür nennen. Um die Kassette zu reinigen, öffnen Sie den oberen Kunststoffschieber und spülen Sie sie mit Wasser oder Reinigungsflüssigkeit aus, dann setzen Sie die Toilettentabs ein. Toilettentabs können in jeder unserer Vermietstationen erworben werden. Um die Kassette wieder einzusetzen, heben Sie sie mit den Rädern voran zurück in die Luke und schieben Sie die Kassette hinein, bis sie einrastet. In Ihrem Wohnmobil gibt es eine Vielzahl an Sicherheitseinrichtungen. Dazu gehören ein Erste-Hilfe-Kasten, eine Warnweste und ein Warndreieck, ein Feuerlöscher und ein Kohlenmonoxidalarm. Diese befinden sich in jedem Wohnmobil und werden vor und nach jeder Vermietung auf ihre Funktionsfähigkeit überprüft.